Leute und recht herzlich willkommen zurück bei Ni no Kuni. Und ja, herzlich willkommen zurück bei der Ni no Kuni Horatio Quest. Und wir machen hier einfach mal weiter. Wir können natürlich immer noch nicht mit ihm reden. Wir müssen erst wie immer Medium aktivieren. Bam. Oliver, du bist es. Zum Glück bist du hier. Was ist los, Horatio? Ich habe mich auf ein Schiff in Laguna geschlichen, aber als ich aufgewacht bin, war ich hier. Ich hätte nie gedacht, dass es einen Wald voll mit diesen kleinen Spinnern gibt. Was ist denn passiert? Also ehrlich, du mieser Kleiner. Der Feenforst ist hier seit Jahrhunderten das Zentrum der Feenkultur. Nur Jahrhunderte? Nun, dann war es wohl einfach noch nicht da, als ich damals durch die Gegend reiste. Wie? Wovon redest du? Nichts, wie auch immer. Es ist vielleicht nicht der Ort, an dem ich erwartet hätte, dich zu treffen. Aber fangen wir doch einfach mit deiner nächsten Aufgabe an, sollen wir? Du wirst langsam ein richtig guter Zauberer, Oliver. Das heißt, dass du wohl einen Djinn hast, der dir gehorcht. Ein Djinn? Du meinst Alchemie? Der Name. Gut, dann wird das Ganze leicht für dich. Du hast die Formeln gesehen, die die Zauberer im Laufe der Zeit im magischen Bekleider zusammengetragen haben, oder? Ich habe mir auf meinen Reisen oft einen leckeren Burger gemacht, wenn ich Hunger hatte. Hast du? Burger sind auch mein Lieblingsessen. Du kennst doch sicher auch das gewisse Etwas, ohne dass ein Burger kein echter Burger ist, oder? Weißt du, wovon ich rede? Es ist die Zutat, die alle Burger benötigen. Lass es mich wissen, sobald du drauf gekommen bist. Die Zutat, die alle Burger benötigen? Okay. Ich habe noch keine Burger, von dem her. Keine Ahnung. Türkischer Honig vielleicht? Das kann doch alles sein. Keine Ahnung, wie man das rausfinden soll. Vielleicht gibt es Leute, die da irgendwie einem helfen oder so, aber... Naja. Okay, Kopfsalat. Ha. Da kann ich sogar noch mit übereinstimmen. Ja. Das ist eine wichtige Zutat für einen Burger. Ich glaube, ich mache mir nachher einen Burger. Ja. Könnte sein, dass ich mir den nachher einen Burger mache. Diese Frage ist... Kopfsalat... Kopfsalat oder knuspriger Kopfsalat, aber Kopfsalat geht auch, also machen wir Kopfsalat. Bam. Hopp. Und habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Art der Tastatureingabe sowas von nicht mag, aber das ist eigentlich ein generelles Konsolenproblem. Bam. Ganz recht, die eine Zutat, ohne die kein Burger auskommt, ist eine kräftige Portion knuspriger Kopfsalat. Burger wie? Wir hätten mal einen Burgerladen. McBommels hieß der. Ich bin da oft mal rein auf ein saftiges McSchnitzel. Really? Really? Oh, das hört sich gut an. Ich würde das gerne einmal probieren. Ich auch. Warte, da fällt mir etwas ein. Was ist, Mann? Da gibt es doch eine Seite des magischen Begleiters, die ich dir geben wollte, aber ich habe sie irgendwo verloren. Da ging es um einen witzigen Zauberer namens Schweben. Vielleicht hat eine Fee die Seite gefunden. Wie auch immer, wenn du sie findest, gehört sie dir. Danke. Aber das heißt auch, dass ich mir etwas anderes als Belohnung für die Antwort auf meine Frage überlegen muss. Ach ja, es war immerhin eine Frage über Alchemie. Hier für dich. Ah, du hast eine neue Formel erhalten. Cool. Es ist das Rezept für die super-duper Spezialmedizin des Zeitlosen. Du solltest sie mal ausprobieren. Die kann wirklich alles heilen. Achso, gut, dann. Ich kann nicht länger auf dieser Insel wahnsinnig bleiben. Ich kann nicht länger auf dieser Insel der Wahnsinnigen bleiben. Auf zum nächsten Ort. Vielleicht springe ich in einer dieser riesigen Seebestien auf den Rücken und lass mich zum nächsten Kontinent tragen. Bis bald. Wow, der hat ein cooles Leben. Geschweben. Schweben haben wir schon, ja. Konnte man bisher ja noch so gut wie nirgends benutzen. Irgendwie. Naja, auf zum nächsten Ort. Zum Glück bin ich ja vorbereitet. Schweinfort. Und ich möchte natürlich auch vor allem so schnell wie möglich diesen einen Zauber, den man da am Ende bekommt. Der ist wirklich super. Der ist richtig gut. Da freue ich mich drauf. Rein da bitte. So. Diesmal Dr. Horatio Schweinfort. Bis nach hinten zum Brückenzaun laufen. Brückenzaun wahrscheinlich hier entlang. Ach so, okay. Nicht arg weit. Man fragt diesmal um den Magierkrieg. Ihr sollt das Bild in eurem magischen Begleiter anders sehen und ihm sagen, wie viele Maschinen ihr seht.
Okay. Oh, sorry. Bam. Ja, wir bekommen echt viele Zauberer. Schade, Zauber. So rum. Schade, dass man die nicht frei einsetzen kann. Schön, dich wiederzusehen, Olli. Also viele davon zumindest nicht. Diese Stadt ist was Besonderes, nicht wahr? Hast du jemals so viele Menschen gesehen? Wenn du ganz gerne an Zahnräder und Dichtungsringen herumflickst, ist das hier der richtige Ort für dich. Allerdings. Oh, dir gefallen Maschinen also? Ich hätte wirklich gerne selbst einen Vertrauten aus der Gattung der Automata. Und wo wir gerade von Vertrauten sprechen, du hast scheinbar eine ganze Menge an Monstern. Ja schon, aber Esther hat die meiste Arbeit geleistet. Sie kann wirklich gut mit Monstern umgehen. Und vielleicht kann sie dir dann mit deiner nächsten Frage helfen. Ich glaube, sie wird dir gefallen. Irgendwo in deinem magischen Bekleider gibt es ein Bild von den Magierkriegern, die dieses Land einst erschütterten. Wenn du es dir genau ansiehst, kannst du ein paar tolle Exemplare von Kreaturen der Automata-Gattung darin erkennen. Meine Frage lautet wie folgt. Wie viele Kreaturen der Automata-Gattung sind auf dem Bild zu sehen? Da du dich mit Vertrauten auskennst, wirst du es bestimmt gleich raushaben. Sag mir Bescheid, wenn du eine Antwort für mich hast. Das klingt jetzt zum Beispiel wieder machbar. Why not? Mal Anfang des Buchs und blättern einfach mal durch. Das wahrscheinlich nicht. So abstrakt. Bam, bam, bam. Ist das hier? Nope. 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 Aber cool. Hier steht auch noch zu jedem was. Nice. Egal. Wachstumsschutz, Imitator. Arme andere Personen täuschend echt nach. Hm. So viele, die man nicht wirklich braucht. Schatzkarte. Mithilfe des Zaubers ist ein leichtes Schätze in den weitläufigen Gebieten außerhalb der Stadtmauern zu finden. Verbindung mit Schatzsucher sorgt dafür, dass keine Schatztruhe allzu lang verborgen bleibt. Obwohl diese Zauber äußerst nützlich ist, sollte man mit den Reichtümern, die man ihnen erwirbt, besonnen umgehen. Ja. Verschmelzen ist für Alchemie, oder nicht? Ah, okay. Ja, Zeitsprung können wir eh nicht mehr einsetzen. Wow, wir haben echt schon viele. So viele und trotzdem fehlen uns noch einige. Alchemie. Brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Da gibt es einige coole Schilder und so, die man vielleicht mal machen sollte. Oh, ich habe das ja. Ein Sandwich, ein Knusprige Kopfsalat, eine Klüger-Nähl. Ah, das war wahrscheinlich die Seite, die wir gerade bekommen haben. Schätze ich jetzt einfach mal. Ausrüstung. Jupp, 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 jupp. Bla, bla, bla. Aber wie gesagt, ich möchte das Buch so... Ich muss echt mal schauen, ob es das in echt gibt. Das wäre echt zum schönen Durchlesen und so. Geil. Im Bildschirm jetzt nicht unbedingt. Fortbewegungsmittel, okay. Proviant. Magierkrieger sehe ich hier aber nicht. Ich meine, ich kenne die Antwort schon, aber ich würde es gerne auch mal nachzählen noch. Ist das denn Evolution auch so? Okay. Zeichen, Monster, Milites, Zweihorn, uiuiui. Bestiarium gibt es hier auch. Hm. Dup, dup, dup. Albträume. Minima. Ist das? Hüte dich vor jenen, die ihre Größe harmlos wirken. Minima sind sehr kleine Kreaturen, deren liebenswert Aussehen schon so manche unvorsichtige Reisen in Verderben gelockt hat. Sie mögen frisch gebackene Pasteten und sagen niemals nein, wenn man ihnen diese Leckerei anbietet. Okay. Cool. Ein Mechanical. Ein Dürstköp. Ach, das sind die Minima. Ah, okay, okay. Heißt, es gibt auch Anima. Automata, da, okay. Mechanical ist kein Automat, okay. Das wandelnde Monument, ein vielarmiger Wächter. Der Prüfer, sie aussieht wie ein König. Monument hält sie zart nicht, das grüßt sie, würde sich nachts bewegen. In der Tat haben viele junge Zauberer gesichtet, sie hätten gesehen. Wow, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oder? Ich meine, was sind das denn für Dinger? Knatsch, Klatsch. Achso, doch, ja, oder? Der tut sich in diese drei Dinger weiterentwickeln. Fünf Automata gibt's. Oh, das war ja... Das ist eine Aufgabe, die geht ja. Die ist das völlig okay. So. Ba, 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 bam. So.
Richtig, Olli. Vielleicht war das zu leicht. Wie du an dem Bild erkennst, haben Machinas sogar schon zu Zeiten der Magierkriege existiert. Horatio, sag mal, was waren denn die Magierkriege? Ich weiß es. Das waren diese legendären Kriege von tausend von Jahren, richtig? Wenn du eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes als legendär bezeichnen willst, dann ja. Das Bild wird der Realität nicht unbedingt gerecht. Aber es ist wohl besser, dass nichts mehr existiert, das beweisen könnte, wie schrecklich es wirklich war. Das nenne ich merkwürdig. Es hört sich an, als hätte er es mit eigenen Augen gesehen, Mann. Ihr fragt euch, woher ich wissen kann, dass dieses Bild nicht aus jener Zeit stammt? Ich frage mich, ob ihr es herausfinden könnt. Woher zum Kuckuck sollten wir das wissen? Wie auch immer, wichtig ist nur, dass du meine Frage beantwortet hast, Olli. Hier ist deine Belohnung. Schatzsucher. Ah, okay. Cool. Danke, Horatio. Nun, ich denke, es wird Zeit, dass ich mich dieser mechanischen Motopole etwas umsehe. Dann mache ich mich auf den Weg. Wenn ich von all den Rauch und Lärm genug habe, werde ich bereit sein, es mit einer Insel zu versuchen, die über etwas mehr natürliche Schönheit verfügt. Bis bald. Okay. Ah, okay, das ist... Wirklich? Das ist sehr komisch, dass er da als nächstes auftaucht, wo er als nächstes auftaucht, aber hey. Von mir aus... Ja, gehen wir mal hin. Und zwar Julheim. Ich meine, es ist eine Insel, ja. Aber es gibt hier einige Inseln und ich weiß nicht. Sie ist auch schön. Ein Hinweis ist sehr vage. Sehr vage. So. Gehen wir mal in Julheim rein. Und vor allem, boah, wenn man das ohne Lösung suchen würde. What the fuck? Ich meine, man müsste ja alles untersuchen. Der ist ja nicht mal immer draußen, sondern, boah. In dem Fall, der Schnöde nordöstlich im Dorf. Die Antwort auf seine Frage lautet Frostblume. Nordöstlich. Ja. Eventuell, vielleicht, weiß ich nicht. Nein, ein bisschen nördlicher wohl. Okay. Weiter geht's. Nordöstlich. Ich meine, so, okay. Gut, okay. Da wahrscheinlich. Schätze ich jetzt einfach mal. Ja. Jupp. Ich meine, da kann sogar irgendwo drinne stehen. The fuck. Medium. Diesmal schneller als sonst. Mwahaha. Hallo Oliver, genießt du den Schnee? Und das Polarlicht ist doch fantastisch, oder? Aber ja, ich habe etwas noch nie zuvor gesehen. Aber hier ist es so verdammt kalt, Mann. Wie kann denn hier rumstehen und Löcher in die Luft starren bei der Kälte? Ich fühle doch die Kälte nicht, du Trottel. Aber ich bin dann trotzdem reingegangen. Klar bist du das. Da draußen ist es so kalt, dass du dir die Laterne abfrierst, Mann. Hier ist es aber warm, oder? Eigentlich seltsam, weil es aus Schnee ist. Die Iglus hier sind von den Schneeleuten gebaut worden, den Tomte. Manche sagen, dass es die Wärme in den Herzen der Tomte sei, die ihr Iglus so wohlig warm hält. Kann schon sein. Ich denke mal, diese wandelnden Wolldecken beinahe so freundlich wie Feen sind. Natürlich nicht ganz, aber ziemlich nah dran. Du solltest ihren Eintopf probieren. Eine Schüssel davon in der gemütlichen Umgebung eines schönen, warmen Iglus ist eine Erfahrung, die ihresgleichen sucht. Eistopf? Ja, das ist ein herzhafter Eintopf von eisiger Knusprigkeit. Er wird aus den Blumen dargemacht. Wer ist sie noch gleich? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Sollen wir dieses Mal unsere Herausforderung machen? Komm schon, sag mir, wie die Blume vor mir heißt. Das ist ganz sicher irgendwo im magischen Begleiter abgebildet. Komm wieder und rede mit mir, wenn du es herausgefunden hast. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich auch noch machbar. Hopp. Und zwar... Vielleicht hier? Winterinsel. Und dann... Okay, nö, vielleicht haben wir die magische Begleiterseite noch nicht dafür. Komisch. Jupp, ich weiß es. Ich weiß es. Frost. Sorry. Blume. Und jemand im Hintergrund sagt die ganze Zeit, komm, wa? Wie geht's? Bam, bam, Frostblume. Ja, das ist es. Genau so werden sie genannt. Frostblumen wachsen überall in dieser Region. Viele der Kreaturen hier tragen sogar welche mit sich rum. Oh, ich musste jetzt einen neuen Zauber geben, richtig? Wie wäre es mit einem, der die im Kampf von Nutzen ist? Wolkenbruch.
Super, danke Horatio, den kann ich bestimmt gut gebrauchen. Du wirst Wolkenbruch sicher häufig wegen seiner Fähigkeit einsetzen, gegnerische Magie zu blockieren, als wegen des Schadens, den er anrichtet. Er ist perfekt für Zauberer geeignet, die nicht zur Zielscheibe feindlicher Feuerbälle werden wollen. Du weißt schon, Anfänger. Hört sich so an, als wäre das genau das Richtige für dich, oder Olli? Ich habe versucht, Eiskälte und Wolkenbruch zu kombinieren, um zu sehen, ob ich es schneien lassen kann. Hat es geklappt? In gewisser Weise schon, aber es war eher wie Hagel. Ein Hagel aus großen, messerscharfen Eisnadeln. Ah, es ist schön, wieder Schnee zu sehen. Aber das erinnert mich an irgendwas. Ich komme nur nicht drauf. Wenn ich mich nur erinnern könnte. Mach dir keinen Stress, Mann. Du bist doch ein Geist, oder? So ein bisschen Gedächtnisschwund ist da nicht weiter erstaunlich. War sicher nichts Wichtiges. Ich hoffe, du hast recht. Entschuldigung, ich habe mich ablenken lassen. Ich denke, ich werde auf einen Berg steigen oder etwas in der Art, um einen klaren Kopf zu bekommen. Bis bald. Okay. Der Hinweis kann tatsächlich aufs Nächste deuten. Das ist vielleicht etwas besser. Und zwar haben wir noch eine Station, glaube ich. Was sagst du? Ja, eine noch. Perfekt. Könnte nur sein, dass ich ein Problem habe. Denn ich kann ja nicht in diese Stadt. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Okay. Man soll angeblich den Zauber aber jetzt schon bekommen können. Ha. Komisch. Und ich habe immer noch nicht den, den ich eigentlich haben wollte. Na gut, die Episode ist sowieso vorbei. Ich werde mal schauen, was ich da machen muss, um dann gescheit farmen zu können. Oder ob ich einfach... Ich weiß nicht, was mir da fehlt, aber hey... Irgendwas fehlt mir noch. Ja. Falls euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute.